Freunde, wo sind wir hier wieder gelandet? Hier ist alles komplett zugewuchert hier. Ein Riesengrundstück. Ein verlassener Bauernhof mitten im Nirgendwo. Schaut euch mal hier diese Mikrowelle an. Hier hat jetzt einfach mal so ein Chaos ausgebrochen. Ey, was ist hier los? Das ist jetzt das Schlimmste aus, was ich hier jemals gesehen habe. Post Office 1923. Prisoner of War. Ja, Mahlzeit, Freunde, und willkommen wieder mal auf meinem Kanal. Ja, was soll ich euch sagen? Also eine geilere Landschaft kann man eigentlich nicht haben. Schaut euch das mal an hier. Da unten, Freunde, ein fetter Wohnwagen, schon eingewachsen in den Büschen. Ja, ich bin heute unterwegs hier, nicht alleine, diesmal mit dem Outdoor-Hobbit von YouTube. Geht mal gerne auf den Kanal von ihm drauf und ein Abo dalassen, wäre mal ganz cool. Würde er sich darüber freuen. Und ich würde sagen, was es hier gibt, das ist ein verlassener Bauernhof, ein großer Hof. Würde ich sagen, bleibt dran, auf los geht's los. Viel Spaß beim Video. Freunde, wo bin ich hier wieder gelandet? Das Ding ist hier so was von eingewachsen. Das ist schon wieder eine krasse Sache. Und dann immer hier den Eingang suchen. Und wo ist der Eingang? Der kleinste Eingang dieser Welt. Das ist so ein ganz enges Seitenstück hier an diesem Bauzaun. Ja, das kann ja was geben hier. Das ist ja wieder was hier für die Dünnen hier, also nicht für mich. Oh je. Leute, ich steck fest. Oh, Scheiße. Alter. Wo sind wir denn hier gelandet? Wie geil ist das denn bitte? Wie auch immer der hier hochgekommen ist, steht hier erstmal noch ein alter, ausgebrannter Passat. Ich weiß nicht, wie das Ding genau heißt, aber ich glaube, ein B3, B32, könnt ihr mich gerne berichtigen. Boah, das Ding ist schon richtig ausgebrannt. Aber trotzdem geil. Und das ist hier auf der obersten Etage hier von dieser Scheune oben drauf. Und dann steht hier einfach mal noch einiges rum. Schaut euch das mal an, hier so ein alter Roteller Ölkanister. Die sind auch stylisch, wenn man die sauber macht und einfach hinstellt. Ja, jetzt ist der liebe Outdoor-Hobbit gerade nicht da, der kommt hier aus der Gegend. Der könnte mir jetzt nochmal genau sagen, was das für ein Teil ist. Ich kann es euch hier gerade leider nicht sagen. Hier steht irgendwas von Heumeister. Auf jeden Fall irgendwie so ein Flug oder so. Ich weiß es nicht. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Da vorne habe ich schon was Schickes wieder gesehen. Ja, und hier vorne. Ich weiß wie gesagt nicht, wie die Autos hier hochgekommen sind, aber steht noch ein alter Renault R5. Einfach schon geil. Und der ist auch Gott sei Dank noch nicht ausgebrannt. Da können wir jetzt mal hingehen. Lenkrad, Tacho ist schon ausgebaut, Lenkrad noch da, Sitze da. Das hat schon was, das ist schon stylisch hier, 80er Retro. Da ist immer schade für solche Autos, die einfach mal dann leider verrotten. Ja, Freunde, ich Vollpfosten habe natürlich meinen Akku nicht geladen, deswegen verzeiht mir, wenn das Bild jetzt nicht ganz so gut ist, weil ich hier gerade mit der Taschenlampe und gleichzeitig hier mit meinem neuen Equipment-Filme. Hier liegt so viel rum. Alte Lampenschirme. Irgendwelche alten religiösen Bilder. Kistenweise irgendwelcher Kram. Hier noch eine ganz alte Fahrradspeiche drin.
zum komischen Container hier. Und das hier sieht aus wie so ein Kinderrucksack hier. Spar Vollmilch. Die gibt's doch auch schon lange nicht mehr. In dieser Verpackung. Hier auch wieder so ein uralter Kinderrucksack. Freunde, was ist hier los? Und hier geht's wieder runter. Auch schon so eine spooky Treppe hier. Und hier oben ist echt eine Totenstille auf diesem Dachboden. Hier ist ein altes Babybett. Und hier wächst schon alles hier rein. Schaut euch das mal an, das sieht auch geil aus. Wow. Spookige Scheiße. Freunde, die Mörderpuppe hier auf diesem verlassenen Bauernhof. Hier oben sitzt noch ein verwaister Bär. Alter Schwede, hier liegen noch alte Flaschen. Uralte Weinflaschen, aber leider schon leer. Und Freunde, schaut euch diesen alten Kinderwagen an. Ist der nicht geil? Wie gesagt, verzeiht mir, dass das Bild vielleicht ein bisschen von der Taschenlampe nicht so schön aussieht, aber ich wollte trotzdem halt einfach filmen, weil das wollte ich euch nicht vorenthalten. Hier sind überall so ganz alte Möbel, 50er Jahre. Das ist einfach krass. Und überall die Räume. Ein Raum nach dem anderen. Hier wächst auch schon wieder alles rein. Ja, die Natur holt sich einfach alles zurück. Auch wenn das hier echt schon nicht mehr gut aussieht. Aber allein dieser Kinderwagen hier, seht ihr den nochmal, ist das schon echt wert, hier gewesen zu sein. Hier auf dem Boden alles voller Unterlagen. Die Leute haben wohl wirklich alles da gelassen. Und schaut mal hier, Freunde. Selbst hier ein alter, uralter Kinderschuh ist hier noch in diesem Beutel hier von dem alten Kinderwagen. Das ist echt krass. Der ist bestimmt auch schon aus den 30er, 20er, 40er Jahre, irgendwie sowas. Prisoner of War. Ich würde nämlich diese Anschriften im Laufe der Zeit vergessen und ich habe bei beiden einige Sachen unterstellt. Vielleicht ist es gut, wenn du diese beiden Anschriften weißt, für alle Fälle, obwohl ich bestimmt nicht kleinlich bin. Also ich weiß nicht genau, um was es sich hier handelt, aber Prisoner of War kann sich selber jeder übersetzen. Und hier liegt alles noch komplett rum. Übelst krass. Hier auch noch solche alten Holzkisten. Freunde, da wird immer skurriler hier. Hier liegt auch noch eine alte Perücke mitten im Gang. Boah. Schaut es euch an. Das ist so eine Zeitkapsel hier. Uralte Schuhe. Bestimmt, wie gesagt, aus den 20er bis 40er Jahren, schätze ich, liegen die einfach am Stuhl rum. Das ist einfach so schade. Und so eine große Zeitkapsel, wo wirklich so viel noch drin liegt, ist echt selten zu finden. Ja, da ist leider schon alles kaputt. Die ganzen Zeitungen. Es sind überall noch so alte Bücher. Alter, wie viele Räume sind denn hier? Hier kommt man in den nächsten Raum rein, hier oben auf dem Dachboden. Und dann steht hier einfach mal so ein uralter Schaukelstuhl. So ein Tourneeschaukelstuhl. So 20er Jahre. Ich glaube, hier scheint es ins Wohnhaus zu gehen. Aber da gehen wir gleich drauf ein. Ja, ich weiß gerade echt nicht, was ich sagen soll, ne, Freunde. Aber ein Raum ist besser als der andere. Auch wenn hier schon wieder Schimmel ist. Aber ich glaube, ihr seid gerade genauso geflasht wie ich, weil einfach hier die Zeit komplett stehen geblieben ist. Hier seht ihr auch schon, wie der Raum hier aussieht. Nicht gerade besonders toll, aber also der Schrank alleine schon wieder da so liegt mit der Schreibmaschine. Auch so ein uralter Schrank. Ist echt geil. Die Pflanze, wie sie schon seit bestimmt 50 Jahren verwelkt ist, die ganzen Bücher. Die schönsten Geschichten deutscher Erzähler. Auch hier diese uralten Holzkisten noch. Hier vorne so eine uralte Tasche, so eine Ledertasche. Ja, hier haben sie doch die ganzen
Klamotten von den Kindern vergessen, glaube ich. Alles, was hier so auf dem Boden liegt. Ja, Freunde. Vorne sieht aus, als ob da ein Kreuz liegt. Die ganze Location ist irgendwie schon ein bisschen spooky. Und hier geht's dann wohl mal runter. Wieder hier mit diesen super engen Treppenstufen, wo da vorne schon alles zusammengebrochen ist. Oh je, was tue ich mir hier wieder an, ey. Alter, jetzt bin ich im unteren Bereich. Hier geht's auch nochmal überall rein. Verrückt, verrückt, verrückt. Schaut euch das hier an. Hier ist alles noch komplett eingeräumt. Alles hier in diesen Regalen noch drin. So eine Werkbank. Ah, hier. Das Pinkeln war dann wohl mal hier möglich. Die Betonung liegt auf wahr. Oder? Oh, lecker. Freunde des guten Geschmacks. Hier ist er wieder. Das Klo des Jahres. Und hier die Spinnweben des Jahres. Und da oben ist auch noch alles eingeräumt. Und wenn man hier mal einen Schwenker macht. Ach du Scheiße. Wo stehe ich denn hier drin? Ach du Scheiße. Freunde, das ist schon kein Spinnennetz mehr. Das ist hier schon. Ich weiß nicht, was das ist, aber. Naja. Ich will hier, glaube ich, schnell wieder raus. Aber schaut mal hier. So ein Püppchen steht hier noch im Schrank. Und auch da ist noch alles drin. Aber ich weiß nicht mehr, was das da oben in der Ecke ist. Sieht auf jeden Fall sehr komisch aus. Alles. Der Duschvorhang hängt hier noch. Aber hier hat wohl wahrscheinlich schon 50 Jahre keiner mehr geduscht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ne? Aber von außen hätte man es niemals erwartet, dass hier einfach noch alles eingerichtet ist. Ja, Freunde, jetzt ist meine bessere Taschenlampe auch noch leer gegangen. Aber ich hoffe, ich kann euch noch ein halbwegs schönes Video machen. Ey, schaut euch mal hier diese Mikrowelle an. Ihr habt ja wahrscheinlich aus meinem anderen Video schon gesehen, wie schon mal eine Mikrowelle aussah. Aber das toppt alles hier. Das geht ja gar nicht hier. Hier ist einfach noch alles komplett eingerichtet. Aber wie es hier einfach mal aussieht. Ich bin selten geschockt, ne, Freunde, aber hier bin ich jetzt. Man kann hier teilweise echt einfach nur noch erahnen. Teilweise einfach nur noch erahnen. Hier ist so ein Chaos ausgebrochen. Ja, die Geschirrspülmaschine ist auch noch eingeräumt. Ich möchte auch gar nicht drüber nachdenken, ob hier nicht sogar Ratten sind. Weil das einfach hier sowas von eklig ist. Das kann man sich nicht vorstellen. Da liegt noch der Grünkohl schön drin hier. Hier geht's im Keller, den man aber nicht mehr betreten kann. Und die Gurken da und der restliche Grünkohl und keine Ahnung, möchte, glaube ich, man auch nicht mehr genießen. Ey, was ist hier los? Das ist bis jetzt das Schlimmste aus, was ich hier jemals gesehen habe. Alter! Was ist denn hier kaputt? Boah. Da noch eine fette Kühltruhe. Wer weiß, was da drin gelagert wurde. Und da hinten geht es auch irgendwie weiter. Hier der Boden, das ist hier alles so was von eklig, ne, Freunde. Hier liegt überall irgendwas in den Ecken rum. Die guten Artischocken. Aber Gott sei Dank sind die Kühltruhen soweit leer. Hier liegt sogar noch ein altes Bild. Auch mit Kreuzen drauf. Ja, und hier sind wir jetzt mal im unteren Bereich hier. Von diesem ganzen Hof hier, von diesem Bauernhof. Man läuft hier quasi auf Zeitung und Müll. Und hier haben wir noch so einen richtig uralten Fernseher mit den seitlichen Knöpfen da rechts. Und es gibt hier keinen Schrank, der nicht noch voll geballert ist mit irgendwelchen Sachen.
Da oben kommt schon die Decke runter. Strohballen. Also ich weiß nicht, was ich hierzu sagen soll. Das ist noch mehr Messi-Haus als das letzte Mal, wo ich drin war. Alles hier gestapelt, gestapelt und noch mehr gestapelt. Und wie ich mich gerade schon wiederholt habe, ich laufe hier gerade auf so einem Meterberg Sachen rum. Ich hoffe, man sieht's hier. Und hier steht auch noch wirklich Bohrmaschinenzeug, Fässer. Das ist einfach mal komplett verlassen. Und so steht es hier wahrscheinlich schon seit, weiß nicht, 40 Jahren rum. Und hier wird's immer spookiger. Freunde, hier steht erstmal noch ein alter Schreibtisch. Lampe hängt noch. Tapeten kommen von der Wand. Aber der Uhrenkasten, der hängt auch noch. Da muss man echt schon aufpassen, wo man hier läuft. Und auch die Deckenhöhe ist hier auch nicht gerade hoch. Noch einen kurzen Einblick. Hier haben sie auch schon ein bisschen verwüstet. Möchte ich euch trotzdem mal geben. Hier eine Couch, ein Tisch, Fernseher. Und da vorne wächst der Urwald schon rein. Das ist schon ein bisschen strange. Noch eine Gitarre auf dem Boden. Aber der letzte Musikspieler hier ist bestimmt auch schon lange weg und die ist auch schon kaputt. Hier war wohl mal der Haupteingang. An dem Stromzähler ist wohl bestimmt schon lange nichts mehr passiert und hier kommt die Decke schon runter. Also auch hier wieder ein gefährliches Unterfangen. Und ich weiß nicht, wo es hier hingeht, aber alter Schwede. Mal, wie viel Dreck hier rumliegt und wie hier die Decke schon runterkommt und eingestürzt ist. Also da möchte ich nicht mehr lang laufen. Da hinten steht auch noch in dem Nebenraum so ein alter Monitor. Alter. Gardinen wie bei den Ludolfs aus 70er. Ja, Freunde, also hier gibt es bei Tür ins Haus fallen gleich einen ganz anderen Begriff. Jetzt seht ihr mal, was Tür ins Haus fallen heißt hier. Ich würde sagen, jetzt werden wieder einige Leute sagen, Thomas, ey, Zomex, was machst du hier? Im Schimmel rumlaufen, würde ich sagen. Und die Spuren der Vergangenheit suchen. Eingerichtete Schränke. Eingerichtete Häuser. Genau das mache ich. Alter Schwede. Aber hier laufen ist echt nicht ohne. Hier ist nur so eine alte Prieldose. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Was ist das denn für ein Zimmer? Ich glaube, das war hier mal irgendwie so ein... Ah, da wieder ein Weihnachtslichter. Ein Trockner. Hier wieder Spinnweben. Wo ich auch gerade irgendwie drin stehe. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber definitiv ist das eine der ekligsten Locations, die ich je gesehen habe. Vorne noch ein alter Monitor. Hier rechts wieder alles verschimmelt. Deswegen gehen wir auch hier wieder schnell raus. Ja, Freunde, weil ich euch gerade schon gesagt habe, jetzt sind wir noch mal im anderen Abteil. Sieht man jetzt so, ja doch, man sieht es halbwegs, wie lang dieser Gang hier noch ist in der Scheune. Also allein schon diese Scheune hier, die ist schon richtig groß. Wenn man hier einmal bis hinten durchläuft, da läuft man allein schon ein Stück. Und hier ist auch noch wirklich alles hier voll. Die haben das wahrscheinlich echt einfach so verlassen und dann alles stehen gelassen. Hier die alten Bierflaschen hier noch auf dem Tisch. Auf dieser Werkbank hier. Alte Zeitung, Werkzeug. Und so geht's hier einfach mal weiter. Was ist das jetzt hier nochmal für meine Zuschauer? Was denn? Das jetzt hier vorne, was jetzt hier steht. Wie nennt man das jetzt? Das ist ein Flug. Ein Flug, ne? Das ist ein Flug. Ja, seht ihr, Freunde, habe ich schon mal gelernt hier. Da ich ja nicht hier aus der Region komme, ein Flug. Da ist eine kleine abgerissene Puppe, da fehlt schon der Kopf. Und hier
nicht noch so eine Mörderpuppe rum. Ja, Freunde, ich würde sagen, das war mal eine spannende Location. Und so viel, wie es da jetzt zu sehen gab, hätte ich niemals von außen gedacht, weil auch schon die Holzplatten vor den Fenstern teilweise waren. Und ja, was soll ich sagen, war richtig geil, viele alte Sachen drin. Lasst auf jeden Fall ein Like da, abonnieren, falls noch nicht geschehen. Und hier auch beim Lost Place Outdoor Hobbit mal drauf gehen, auch ein Abo hinterlassen. Und ja, ich würde sagen, wir lassen den Abend jetzt hier mal Revue passieren. Waren viele Eindrücke und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Spannende Videos werden folgen. Euer Edstormix und Lost Place Outdoor Hobbit. Genau. Ciao. Tschüss.